So, kann mich jetzt wieder hören? Ja. Ja, willkommen. Das hier ist soll eine kleine Anleitung werden für diejenigen, die sich jetzt mit dem SNK noch nicht so beschäftigt haben. Das SNK, ich denke, das ist mittlerweile eben bekannt, gibt ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum in Arma. Stellenweise sind die Aktionen, die man machen kann, relativ nutzlos oder sehen halt einfach nur schön aus. Andere Sachen sind wiederum praktisch, die wirklich beim normalen Spielgeschehen enorm die Atmosphäre steigern werden. Jetzt erstmal, SMK bringt keine zusätzlichen Tasten mit sich. Also so gesehen vielleicht schon, und zwar wenn ihr die Turbo-Taste in eurem allgemeinen Spielfluss bisher noch nicht gebraucht habt. Und es ist wichtig, dass die Turbo-Taste definiert ist. Und die Turbo-Taste sollte eine Taste sein, an die ihr schnell kommt und die euch nicht daran hindert, eure regulären Tasten noch einigermaßen zu benutzen. Ich habe meine Turbo-Taste zum Beispiel auf die mittlere Maustaste gelegt. Und jetzt für die Turbo-Taste noch nicht definiert haben. Ihr geht unter Optionen, den regulären Arme-Optionen, in die Steuerungsoption. Und irgendwo in der Mitte, etwas unterhalb der Mitte, befindet sich die Taste Turbo. Das sollte relativ gut daran zu erkennen sein. Es gibt diese ganzen Aktionen Gruppenkanal nutzen, Befehlskanal nutzen. Die sind standardmäßig nicht definiert. Das heißt, da ist dann eine Lücke. Und kurz unten drunter, ich glaube 4 Punkte, ist dann Turbo. Yay, da ist er. Und da wählt ihr jetzt eine Taste aus, die ihr, wie schon gesagt, leicht erreichen könnt und die euch nicht daran hindert, eure normalen Aktionen zu benutzen. Leon? Ja? Die schneidet sich doch dann mit dem Aktionsmenü, oder? Die mittlere Maustaste. Zusätzlich, ich habe meine mittlere Maustaste noch vom Aktionsmenü getrennt. Also, ich bestätige mit dem Linksklick. Aber ich glaube zumindest, da man mit der mittleren Maustaste ja nur bestätigt, sollte das kein Problem sein, solange man nicht gerade einen Menüpunkt geöffnet hat. Ja, eben, das öffnet sich aber im ersten Drücken und dann. Ach so. Ja, also wie schon gesagt, es muss ja auch nicht die mittlere Maustaste sein. Steffi hat zum Beispiel die Leertaste und hat gemeint, das funktioniert gut. Da könnt ihr ein bisschen rumprobieren. Und wir testen jetzt eh nur. Ich denke, einige von euch werden dann im normalen Spielfluss sowieso noch merken, aha, das klappt nicht ganz so gut. Und sich dann dementsprechend eine andere Taste zu wollen. So. Hat jetzt jeder eine Turbo-Taste belegt? Bitte mal melden, wenn sich jemand noch nicht die Turbo-Taste belegt hat. Ich hab's aber, die funktioniert nicht. Muss funktionieren. Hast du ein Zoom-Update gemacht? Alleine passiert da ja auch nicht, wenn man die drückt. Ja genau, also nur weil du die drückst, passiert erstmal nichts. Du musst die Waffe auf hoch haben, sonst wird's nicht. Ich werde jetzt alle verfügbaren Aktionen der SMK Animations mal durchgehen und dazu folgt ihr mir jetzt bitte darüber zu den großen Dreckhaufen. Ja, Dreck. Juhu. Oberdreck. Feiner Dreck. So, dann stellt euch die mal auf. Jetzt nicht gleich alle auf einmal. Die erste Aktion, die ich euch gerne näher bringen würde, ist das Ducken in der Deckung. Exakt, einige haben es gerade schon gemacht. Und zwar, wer kennt das nicht? Man liegt irgendwo hinter der Mauer und auf einmal kommt der Beschuss rein. Und in Arma würde es dann so aussehen. Angenommen, vor mir ist eine Mauer, der Beschuss kommt rein und dann erstmal, whoops, das Liegen dauert und aus dem Liegen kann man nicht mehr effektiv schießen. Aufzustehen dauert auch eine Weile und der Gegner hat da noch ziemlich gute Möglichkeiten zu reagieren. So. Das Ganze probieren wir jetzt mal hier oben am Hügel. Positioniert euch mal so, dass ihr mich einigermaßen sehen könnt. Der Hügel hier bietet an sich eine ziemlich niedrige Deckung. Das bedeutet, wenn ich hier krieche, bin ich absolut nicht geschützt. Sieht mich jetzt jeder? Ja. Wenn ich jetzt die Taste S und D drücke und eine Millisekunde darauf die Turbo-Taste gedrückt halte, dann sieht das so aus. Dann ducke ich mich vor dem Schuss weg. Wenn ich die Tasten jetzt loslasse, komme ich direkt wieder hoch und bin feuerbereit. Ich weiß, ihr habt jetzt keine Munition, aber ihr könnt ja mal klicken, da werdet ihr sehen, wie schnell ihr wieder schießen könnt. Das dürft ihr jetzt alle mal hier am Dreckhaufen ausprobieren. S und ja, D, aber den Dreck. Millisekunde darauf die Turbo-Taste. Man kann auch Turbo-Taste drücken und dann einfach S und D. Ist ja egal. Das ist aber ab und zu mal, dass er irgendwie so erst das andere macht, dann das danach erst rüber geht. Dann der Dreck muss das weg. Oder zu spät. Das Ganze funktioniert natürlich auch im Stehen. Dann duckt ihr euch ein bisschen weg und haltet die Hand auf einen Helm. Das kommt zum Beispiel ganz gut, wenn man mal ein bisschen Rollenspiel einbringen will und dann gibt's vor einer Explosion, dann macht man. So, klappt das jetzt bei allen? Nein, bei mir nicht. Bei wem? Es funktioniert nur, wenn du das Gewehr auch oben hast.
Uber, siehst du überhaupt? Ich glaube, das ist Uber, oder? Bei dir funktioniert's nicht? Nee, bei mir, Luca auch nicht. Sag mir, jetzt geht's, ne? Seht ihr überhaupt, wie die Leute die Animationen ausführen? Ja. Sicher. Da, habt ihr das Yoma-Update auch gemacht? Ja. Ich hab drüber laufen lassen, der hat gesagt, eins nur geändert und das ist die User-Config. Und du hast deine Turbo-Taste gesetzt, ja? Ja. Halt mal deine Turbo-Taste gedrückt und drück dann D. Achso, die Waffe muss oben sein. Lee? Ja. Wie geht das? Er ist auf jeden Fall so ähnlich wie in Deckung gehen. Ja, Loco, Uber, dann probiert nochmal Yuma neu drüber laufen zu lassen, neu zu verbinden. Check. Ich hab meinen Fehler entdeckt. Oh. Wer war das? Ja, ich hab's extra auf unfundbar gesetzt. So, gibt's jetzt jemanden, bei dem es noch nicht klappt? Gut. Dann gehen wir weiter und zwar. Lass mich kurz überlegen, das war genau. Jetzt kommen wir zu dem Teil, den die meisten, denke ich, kennen. Über Deckung springen. Also wer kennt das nicht? Rennen wir gerade mal hier hin. Wir haben jetzt hier so ein paar Mauern. Stellt euch mal vor, wir befinden uns in einer spannenden TVT-Mission. Wir befinden uns gerade auf der Flucht. Und wir wollen dann schnell einfach nur schnell entkommen. Jetzt bei normalen Armor sah das dann immer so aus. Moment. Oh nein! Oh nein! Damit ist grundsätzlich erstmal Schluss. Denn die SMK-Mod bietet ein ziemlich schnickes Feature. Zack! Das einfach überspringen. Und das Praktische ist, es ist ganz einfach. Und zwar, die einzige Voraussetzung ist, dass das funktioniert. Man muss mindestens laufen. Also mindestens diese Geschwindigkeit haben. Es geht auch mit Sprinten. Und dann drückt man einfach V, also so seine normale Objekte überspringt hast du. Und jetzt könnt ihr alle mal über die drei Sandsäcke hier springen. Oh, hüpp. So. So. Geht bei mir überhaupt? Ich wüsste ja nicht. Bei wem? Okay, und das gilt wieder, du musst die Waffe oben haben. Ja, guck mal. Du musst die Waffe nebenbei gehoben haben, glaube ich. Ja. Ach ja, ganz wichtig. Wichtig bei einer Aktion, die wir gleich machen, ist, dass die Waffe gehoben sein muss. Sie muss quasi im Kampfmodus sein. Ja, funktioniert auch. Super. Gibt's jetzt noch jemanden, bei dem das nicht funktioniert? Nein? Dann sammeln wir uns mal hinter den Sandsäcken hier. So, dann mal wieder ein bisschen Ruhe, konzentriert euch wieder. Also ihr seht schon, das ist ein ziemlich praktisches Feature. Und jetzt kommen wir auch schon gleich zum nächsten Kurs, beziehungsweise zu der nächsten Aktion. Das ist das, wodurch das Ding, würde ich mal sagen, bekannt geworden ist. Es ist das Blindfeuern. Das mag gerade bei TVT gelegentlich vielleicht ganz praktisch sein, wenn man den Gegner unterdrücken kann, aber es ist letzten Endes in meinen Augen relativ sinnlos. Unsere Revolver, geh mal kurz da weg. Das Blindfeuern ist eigentlich ebenfalls ziemlich einfach. Man hält seine Turbo-Taste gedrückt und drückt dann D für das blinde Feuer nach links. Man drückt A für das blinde Feuern nach links. Habe ich gerade zweimal links gesagt? Ja. Okay, also A ist natürlich für D ist natürlich für rechts und A ist für links, beziehungsweise wo auch immer ihr eure normalen Tasten habt. Also Pfeiltastenbenutzer drücken dann dementsprechend die Pfeiltasten. Das Ganze funktioniert sowohl im Stehen als auch im Ducken und auch in der taktischen Pose, aber dazu kommen wir später. Zusätzlich ist es noch möglich, mit der Taste S in Verbindung mit der Turbo-Taste über den Kopf zu schießen. Das funktioniert zum Beispiel ganz gut bei niedrigeren Hindernissen. Also ich kann jetzt zwar jetzt eh schon drüber schießen, aber stellt euch vor, das Ding wäre noch ein paar Zentimeter höher, dann könnte ich einfach dementsprechend drüber schießen. Peng, 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 peng. Dann dürft ihr das alle mal hier an den höheren Sandsäcken ausprobieren. Leon? Ja? Ist schon nützlich, zum Beispiel mit der Unterlaufgranate kann man ins Eck gucken und einmal rausfeuern, ohne dass man selbst getroffen wird, wenn sie dann da ist. Ja klar, das mag funktionieren, aber da muss man wirklich schon ziemlich geübt darin sein. Jo. Jo, ich denke, ihr habt alle verstanden, wie es geht. Dann treffen wir uns mal hinter den großen Sandsäcken. Oder gibt's jetzt noch jemanden, bei dem es nicht funktioniert? Oh, Hilfe, sie schießen auf mich!
Achtung! Alle hinter den Sattdecken sammeln, Jungs. So, kommen wir zum nächsten Feature. Das Ganze ist, ja, es kann praktisch sein, ich sehe da jetzt eher keinen besonders großen Nutzen drin. Es sieht halt relativ schick aus. Und das ist das Feature, bei dem ich sagen würde, es ist am wenigsten realistisch, weil, naja, guckt euch einfach an. Und zwar ist es das Werfen an die Deckung. Wenn man sprintet, also wirklich sprinten, das heißt, wenn die Turbo-Taste gedrückt hält und mit W läuft, kann man sich an Deckung ranwerfen. Das macht man, indem man einfach, während man rennt, X drückt. Ich mach das mal vor. X, zack. Und dann werfe ich mich an der Deckung ran und bin direkt bereit zu feuern. Das könnt ihr jetzt mal ausprobieren. Oh. Waffe heben. Es ist halt praktisch zum schnellen Ausbremsen und um schnell wieder feuerbereit zu sein. Zumal es ist auch eine Möglichkeit, schnell ein Profil runterzugehen. Aerobik. Die Frage, was schneller ist. Ob das schneller ist, normal ranzurennen und dann hinzuknien oder ja, erstmal hin und her zu rutschen. Probier ich auch gerade mal kurz. Ich glaube, ganz normal hinzurennen, dann so, das ist glaube ich schneller. Ja, aber nicht cool. Der Relikt ist ja auch nicht so. Also wirklich cool sieht das nicht aus. Sieht irgendwie ein bisschen. So, Jungs, dann gehen wir mal weiter zur letzten Station schon. Vorwärts. Snoop. Ja. So. Alle eingefunden? Herrlich. Alles klar. Als nächstes gibt's die sogenannte taktische Pose. Ich persönlich finde sie zwar nicht ganz so taktisch, wie es in den ganzen Videos immer beschrieben wird, aber es ist trotzdem ganz nett, um zum Beispiel Ecken zu spähen oder eben blindes Feuer zurückzugeben. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Man legt sich hin und dann drückt man die Turbo-Taste plus A, um sich nach rechts zu legen. Oder die Turbo-Taste plus D. Ja, ja, die Richtung. Natürlich A, um nach links zu lehnen und D, um nach rechts zu lehnen. Und dann liegt jetzt irgendwo drin. Dann kann man sich quasi um die Ecke legen. Man kommt zurück, indem man wieder die entgegengesetzte Richtung drückt und während man die Turbo-Taste gedrückt hält oder einfach Y drückt. Beziehungsweise C oder X, um in eine andere Pose zu kommen. Ihr könnt euch in der taktischen Pose ebenfalls weiter bewegen. Das macht ihr, indem ihr D und A drückt. Und es ist möglich, aus der taktischen Pose anzuvisieren. Dazu eben einfach die rechte Maustaste gedrückt halten, beziehungsweise die rechte Maustaste antippen, wie man auch normalerweise in den Zielmodus kommt. Und wenn man jetzt zum Beispiel über sehr, sehr seichtes Gras schauen will, dann drückt man die W-Taste. Dann lehnt sich der Oberkörper ein bisschen nach vorne. Ist es ebenfalls noch möglich, in dieser taktischen Position blind zu feuern. Dazu hat man die Turbo-Taste gedrückt und drückt nochmal die Richtungstaste von der Richtung, in der man sich gerade hingelegt hat. Ach du Schande, wieso war denn das? Dann sieht man zwar gar nichts mehr, aber wenn man wirklich mal Feuer auf den Gegner geben will, ja, kann man es auch mal benutzen, sage ich mal. Sieht echt lustig aus, wie wir alle rumrollen. Ja, wie viele denn da hier? Ne? Ach nee, die denn nicht, ja? Nee, mit der W-Taste. Nein, man kann auch nochmal die Waffe heben. Ja. Mit der W-Taste geht's ja immer hoch und dann Turbo-Taste dazu geht's ja noch ein Stück höher. Ach so, echt? Okay, das ja, wusste ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht. Cool. Ja. Das sieht schon interessant aus. Dann geht man in diese wunderschöne Position und da habe ich jetzt ein paar persönliche Anliegen, wie ich das schon ins Forum geschrieben habe. Es ist zwar nicht mehr, es ist zwar nicht so ganz so krass, weil man nach ein paar Schüssen schon relativ unakkurat wird, aber diese Sniper-Position ermöglicht es einem mit fast allen Waffensystemen ziemlich akkurat zu schießen. Das schließt auch MMGs mit ein. Und wie ich schon geschrieben habe, wir sind eine geschlossene Gemeinschaft, wir alle streben letzten Endes ein taktisches und einigermaßen realistisches Spiel miteinander an. Deswegen bitte ich euch, verwendet diese Position letzten Endes nur für Scharfschützengewehre oder für normale Handfeuerwaffen, leichtere Handfeuerwaffen wie Sturmgewehre oder sowas, denn es macht einfach keinen Sinn, wenn jemand hier so hockt, dass da jemand mit einer 12 Kilogramm PKM schießt und akkurat ist wie ein Scharfschütze. Das MG3. Ja, ja,
So nach dem Motto. Aber das liegt aber, ist aber bei 50, bei Kaliber 50 Scharfschützengewehren würde ich die auch nicht mehr.